immer, Basis ist das Wichtigste, was wir brauchen. Ja? Alles andere machen wir. Von oben. Qualitätstechnisch, viele sagen, der ist extrem billig. Ich würde es nicht sagen, der ist vielleicht günstig. Ist das deiner? Nein, 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 das haben wir hier von einem Dacia Autohaus aus Mörs bekommen. Ich bin noch keinen gefahren. Das ist das da, ne? Das ist ein Duster, ja. Ich finde die Autos gut. Soll ich was sagen? Das ist optisch, optisch. Ich weiß halt nicht, wie sie. Fahren wir jetzt? Darf ich fahren? Ja, kannst du auch fahren. Ja, das ist geil. Also ab 11.000 Euro kriegst du ein Auto. 11? 11.000. Das Auto kostet auch 11? Nein. Nein, 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 der kostet, weiß ich nicht. Der kostet 30. Was ich immer im Vergleich sehe, sind halt einfach 11.000 Euro. Ja, so. Genau. Und das finde ich immer so schlimm, wenn Leute im Internet so ein Auto zerstören, da würde ich auf jeden Fall eher ein Q5 kaufen. Ja. 70. Richtig. Schön, dass du das eher tun würdest. Mhm. Aber das sind halt, was kostet jetzt? 13? Der jetzt? Ja, der, genau der. 16, 17, keine Ahnung. Der ist richtig gut ausgestattet. Ich weiß nicht, was der kostet. So viel. Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, was heißt so viel? Ne? 16 ist ja, ein Hyundai i30N ist ja schon sehr günstig. Ja. Aber das ist die Hälfte. So, also das hier finde ich von hier gut. Ja. Ich muss sogar. Ja, es ist schwer zu sagen. Nein. Also ich bin jetzt 100% einfach offen. Die Idee finde ich gut, Materialien, Haptik finde ich geht so gut. Aber Geld. Ja. Im Vergleich. Dafür finde ich es besser als viele andere Schlüssel. Den stecke ich einfach ein, ne? Und gehe einfach ran. Das ist Serie. Ich hab den gestern verglichen mit meinem Rolls-Royce-Schlüssel. Also ich finde den besser. Ja. Ehrlich. Ja, der ist wie Nokia 3210, so ein Klotz. Ja? Ich weiß. Also den steckst du wirklich überall in die Tasche, ist kein Problem, ne? Ihr macht man Sonne an, oder was? Sonnenschein? Ja, habe heute hier vorbereitet. Ja, cool. Aber Sonnenschein, bitte. Ja. Spaltmaße finde ich. Okay. Nein, also komm, das ist ja nichts dran. Also hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist ein sehr geiles Element. Das habe ich gestern gesagt. Hm? Wirklich. Finde ich ein sehr, sehr schönes Element, ja. was sich andere Hersteller abgucken können. Mhm. Ne? Und der Duster hat das. Das finde ich eigentlich schon mal ganz geil. Ich finde, den Scheinwerfer sieht aus wie ein Scheinwerfer von einem VW Amarok. Genau. Sehr, sehr ähnlich. Hier unten was? Das ist echt ganz... ganz cool gemacht. Das hier würde ich auf jeden Fall schwarz folieren. Diese Elemente hier drauf. Aber von der Form ist er cool, oder? Der Grill. Der Grill oben jetzt meine ich. Ja, ja. Ich finde die Haube auch cool. Für die Hersteller ist es halt immer sehr, sehr schwer. Das haben sie zum Beispiel hier... Nee, haben sie sich nicht einfach gemacht. Und zwar ist das, wenn es verschiedene Blechteile Konturlinien haben in der Herstellung. Also wenn es auseinander am Band gebaut wird. Das heißt, diese Linien müssen ja alle noch zusätzlich passen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwer. Deswegen machen sie zum Beispiel auch hier oben, siehst du das? Hier sind vorm Blech, also hier sind im Blech formt Elemente, die aber der Tür nicht weitergehen. Mhm. Und ein Audi oder sowas würde ja immer die Sachen überall durchziehen. Ne? Mhm. Der Audi hat ja auch hier auf der Türfläche, überall haben die ja so Schattenkanten. Und das sorgt dafür, dass Licht gefangen wird. Und dann passiert Lichtspiel, wie zum Beispiel bei dem Seat. Das sind ja alles super, super schwierige Stellen. Sowas hier. Sowas hier. Das ist ganz, ganz schwierig. Und der Duster sagt sich, weißt du was? Ich weiß auch das nicht. Oh, ja, aber da. Ah. Eieieiei. Der Türgriff. Oh. Ah. Boah. Der ist aber spannend, der Türgriff. Ich finde halt solche Momente wie ein Lenkrad und ein Türgriff, da wo du das Auto immer anfasst, so wie ein Schaltknopf und sowas, sehr, sehr wichtig, weil damit bin ich täglich in Kontakt. Ne? Ich pack den Seitenschwinger ja nicht an. Ich packe ja auch selten meine Dachreling an, aber ich pack meinen Türgriff an. Das Erste, was mir auffällt, was ich nicht so geil finde. Ein typischer Belzec. Was? So! Das, sag mal, das färbt ab. Ja. So, Leute. So sieht's aus. Sehr lautes Türfangband. Mhm. Sehr lautes Türfangband. Mhm. Hat ja eher was von einer T5 Seitentür. Ja, vielleicht muss man so ein bisschen einölen. Ne? Beim Neuwagen. Mit 740 Kilometer. Oh, die Gurte kommen aber sehr schnell raus hier geschossen. Woran erinnert dich das? An viele Autos. Aber hauptsächlich jetzt das. TT. Genau, von Audi, ne? Audi so ein bisschen. Mhm. Ja, aber ich finde, man darf es nicht verfallen in diese Niedermachstimmung.
ne, dass man dann, ja, guck mal das und das ist davon nachgemacht und das nein, ist nein, schlecht. Nein, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich meine nur, ich wollte das eigentlich loben. Ja, ja. Dass das schön ist. Guck mal, sogar Startknopf, kein Schlüssel. Ja. Ja. Mhm. Oh. Das ist aber kreativ. Hab ich auch gesagt, warte mal, jetzt kommt. Warte. Mhm. Ja. Aber, da muss ich etwas Freches sagen. Ja. Vor ein paar Jahren hat Porsche das nicht besser gemacht. Also Porsche ist für mich immer noch der beste und tollste Autohersteller der Welt. Aber eine Sache kann Porsche nicht. Und das sind Navis. Ist das so? Das ist so. Ja, Grüße gehen raus. Nee, also da, das war immer. Meiner Meinung nach ist Porsche, jetzt beim Taycan nicht und beim 992 auch nicht, aber sie sind fast immer eine Generation hinter den anderen gewesen, gefühlt. Okay. Ja. Obwohl das oder Lamborghini Aventador. Ja, okay, das. Da sind wir irgendwo 2000 noch was hängen geblieben. Ne? Und das ist ja wirklich nicht gut. Ja, guck mal hier, die Ablagefläche ist schön. Das ist ein SUV. Oder findest du das nicht schön? Und wenn er jetzt dementsprechend Leistung hat, dann kannst du dein Telefon wieder in deinem Schoß aufsammeln. Ja, da bin ich jetzt immer nachher. Naja, das ist ein guter Ablagefläche. Qualität, ich sag's dir. Ja, so, ich fahr mal, ne? Ja, so bietet du. Lenkübersetzung ist nicht so geil. Das ist ein, denke ich mal, ein relativ altes Lenkgetriebe. Vom Aufbau her, weil es noch nicht diesen modernen Stil hat. Aber guck mal, wie viel Lenkbewegung ich machen muss, bis das Auto was macht. Das heißt, das Auto fühlt sich vom Lenkgefühl her an wirklich wie so ein 2005er Auto. So, ich war das erste Mal mit dir als Beifahrer. Ja? Sind wir nicht schon mal... Nein. Nee? Wirklich, nein. Ist ja auch aufgefallen, dass wirklich, wirklich viele davon fahren. Ja. Aber ist auch klar, dass viele davon rumfahren. Und ich verstehe das auch. 3 Jahre Garantie, wenn du keine Ausstattung brauchst. Für Kinder kannst du alle reinpacken. Weißt einfach du? Ein Automobil, genau. Statt gehen. Ja. Statt Bahn fahren. Genau. Ja. Also, geile Idee. Ich wusste nicht, was er vorhat. Aber mir macht das deutlich mehr Spaß, als wenn wir jetzt irgendeinen Sportwagen schlag mich tot gefahren wären. 1000-mal mehr. Das war keine gute Ablage. Aber ein Tempomat kannst du machen. Da unten! Hast du eine Idee? Genau. Da unten! Hast du eine Idee, was das ist? Das hier? Ja. Ist nicht für einen Schlüssel. Für Kleingeld vielleicht. So, wenn du diese Mautstation, wenn die Franzosen immer. Okay. Wir haben es nicht. Es gibt so vielleicht so kleine chinesische Cola oder sowas, oder? Keine Ahnung. Ah, danke. Oder Espresso. Sag mal, ich fahr doch nicht so schnell. Doch, hier ist 100. Ich gehe aber immer aus dem Gas, wenn es bimmelt, also keine Sorge. Aber ich finde die Funktion finde ich sehr, sehr cool. Ja. Aber der bimmelt ja genau auf den Punkt. Mhm. Ja. Ich möchte nicht wissen, was für eine Tachoabweichung hat. Wenn der nämlich bimmelt und ich fahre 100, dann wird er nämlich eh erst 93. Ja. Na, aber der fährt sich okay, komm. Nee, 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 nein. Also du musst mich gar nicht überzeugen. Also das fährt echt super. Das fährt echt gut. Lenkung finde ich ein bisschen tot. Ich finde die Schaltbarkeit von dem Getriebe finde ich ganz cool. Ja, ist ein relativ hoher Reifen. Alles gut? Alles gut. Und für den hohen Reifen ist das Balkverhalten halt dementsprechend. Aber das fängt das Fahrwerk auch gut ab. Also der fährt jetzt überhaupt nicht kritisch. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen zügiger in die Kurve reingefahren und das Auto ist voll beherrschbar. Das ESP regelt auch relativ weich, ne? Also nicht so abrupt, dass er einfach merkt, oh, ich habe eine Raddrehzahldifferenz zwischen vorne, hinten, rechts, links. Stopp! Sondern der regelt ganz zart, ganz weich. Ich will mal so für die Leute mal. Wir fahren jetzt zum Beispiel so 90. Mhm. 90. Ja. Drehen das Ding, ne? Ja, ja, genau. 3 Jahre Garantie, ne? Ja. Oder 100.000 Kilometer. Ich bremse gleich mal härter, ja? Was? Jetzt hier? Ne, gleich. Okay, sag Bescheid. Jetzt so. Okay, ready? Mhm. Ja. Okay, oder? Ja, vollkommen okay.
Ja, also ich war von dem Auto so ein bisschen überrascht. Ich bin ehrlich. Ich habe gedacht, Dacia, weiß ich nicht. Der Name. Ich kenne die. Ja. Ne, taucht schon echt hart ein, ne? Also das sah jetzt gerade aus, als ob wir so auf der Autobahn stehen. Der hat keine Vibration, bis er zittert, weil er so schnell ist. Ah. Guter Verkäufer. Gut. Willst du ein Bodykit hier machen? Nur der Spaß. Ich kam auf den Trichter, wo wir letztens bei dem Golf 2 Video über das da. Ja, genau. Gesprochen haben. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt ein Duster. Ich mache aus dem Duster Duster. Bei einem. Aber beim Duster finde ich das Problem halt wie folgt. Das Publikum, was das Auto kauft, ist, glaube ich, nicht bereit, so hohe Kosten für ein Bodykit auszugeben, glaube ich. Aber ich hab so ein bisschen gerechnet. Ne? Natürlich, ihr seht jetzt von Basisversion, ich meine, Raum hin ist immer, du kannst das Auto auch vergolden lassen, aber wenn das Ding 11 Mille kostet, dann zeige ich dir, ich sag mal so, ich habe wirklich sehr knapp gerechnet, dann würde ich dir zeigen, wie ein Auto für 19.900 aussehen könnte. Also das Auto. Okay. Ja? Also quasi Räder? Nein. Doch. Räder, Distanzscheiben, also natürlich keine geschmiedenen Felgen für den Preis, aber Räder, Distanzscheiben und leichtes Bodykit, so leichte, Kotflügel, ne? Leichte Modifikation vom Außen und dann. Kotflügel oder nur was dran? Beide, also wir können das so oder so bauen. Also natürlich hinten keine ganzen Seitenteile, aber vorne zumindest gemacht. Ja, ja. Zeige ich Ihnen wieder so. Kannst du mir das zeigen? Am Computer zeige ich es, ja. Okay. Das war das, was ich meinte vorhin. Ah. Das ist, die Wartezeit für so ein Auto, das ist krass. Die sind ausverkauft, egal wo du anrufst, ausverkauft. Es gibt keinen Dacia Duster. Deswegen hier Vorführer, die teilen sich durch 17 Autohäuser hier ein. Und ich musste warten, bis der wirklich hier hinkommt. Ja, also wirklich, die Nachfrage für das Auto ist krass. Was ich ehrlich gesagt auch verstehe. Guck mal, wie krass eine Kurve durchfährt. Ne? Schade mit dem ESP, ne? Kannst halt nichts machen, ne? Also das Auto, aber dafür ist auch nicht gebaut, aber das Auto lässt sich nicht fahren, ne? Also der macht das schon für dich, so. Also er regelt dir das alles weg, dass bloß nichts passiert. Ich sag mal, das Auto ist ja nicht so typisch für uns gebaut. Sag ich mal so, vorsichtig, ja? Also ich bin einen Monat mein Polo gefahren. Ohne Ausnahme, ne? Jeden Tag. 45 PS. Und ich habe es geliebt und habe mir auch gesagt, ganz ehrlich, ich brauche gar nichts. Ich brauche nicht mehr Auto. Das ist eigentlich schon wieder fast zu viel, technisch gesehen. Ja, ja. Weil ich habe zwar diese großen Autos, aber so wirklich, ich muss beschreiben, privat, wenn ich nach Hause fahre. Fallen gleich von den Felgen runter. So wirklich feiern würde ich es. Ja, alles gut. So wirklich feiern tue ich es gar nicht. Nein, nicht hier. Wir müssen mal, glaube ich, mal so fahren. Weil zum Beispiel mit einem manuellen Auto so hoch können wir schön 360 machen. Ja, geht auch. Also hier jetzt. Aber das ist kein Problem. Also Geisterfahrer, warte, ich mein Radio. Nein, 360, den fahren wir da geradeaus weiter. Ja. Nur ESP muss halt ausgehen. Ich hab das mit dem Hyundai gemacht. Ja. Ja, am Wilster Berg. Also ehrlich, ich habe gesagt, ich schaffe das niemals. Ja, ich. Klar schaffst du das, das ist ja Quatsch. Ich kann nicht rückwärts fahren, mich wirklich drehen, perfekt und wieder geradeaus fahren. Ah, ihr habt rückwärts gestartet? Ja. Yeah. Nee, wir fahren geradeaus. Und rückwärts weiter. Nee, und vorwärts weiter. Also 360 Grad. Also einmal, wir würden jetzt so loslegen, und dann geht's los. Ah, heute nicht. Heute nicht. Okay. Ja gut, dann ich würde sagen, wir springen mal zum Computer, ne? Weil sonst laden wir ja zu Tode hier. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Wir haben gerade noch eine Sache entdeckt. Die gibt sogar leicht auf. Die hupt und die hupt für eine erste Sekunde etwas lauter und dann wird sie schwächer. Pass auf, hör mal. Hört ihr das leichte Bibbern im Hubton? So, kriegen halt eine 11.000 Euro Hupe, ne? Ja. So, jetzt ins Büro. Richtig. Dicke Hupen gibt es woanders. So. Nicht anders. Den sind wir gerade gefahren.
sind wir gerade gefahren. Mhm. Ich würde mal behaupten... Wo hast du denn die Grafik jetzt her? Hast du das selbst gemacht oder besorgt? Besorgt. Besorgt. Okay. Sieht da nicht komisch, wenn ich das sage? Ja, als Polische. Nein, war nur Spaß. So sieht es aus. Auf jeden Fall, das ist das Basismodell, was wir gefahren haben. Mhm. Und Basispreis 11 Mille. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz nach links, nach rechts kalkuliert. Mhm. Ich könnte das Auto so umbauen. Da würde er unter 20.000 liegen. Mhm. Da ist ein Käfig drin. Ja, ist voll geil. Für 20 Mille nicht. Ja, für 20 Mille nicht. Ich meine jetzt außen. Hören wir zurück. Also selbe Nebelscheibe vernehmt ihr? Nein, nein, alles ist gleich. Ja, ja. Die Stoßstange ist ja gleich. Die ist ja nicht schlecht. Also die Basis, guck mal, das alles ist ja gleich. Das ist ja nichts verändert. Mhm. Nur so ein Spoiler drunter und die Verbreitung. Mhm. Der zweite Verbreitung drauf. Sag mal von der Seite. Wir beide sind immer sehr, man muss dazu sagen, wir beide sind immer sehr, sehr, sehr... Wide-Body geschädigt, also ich. Nee, aber auch sehr, wir sind immer sehr... Wir haben unterschiedliche Meinungen manchmal. Nein, ich mag auch schlicht, also ist nicht so, ich möchte jetzt nicht dargestellt werden, dass ich nur alles breiter machen kann. Ich liebe das, aber ich kann auch nur Lippchen machen und so Kleinigkeiten. Kann ich auch. Oh, das fällt aus. Ich will die Seite sehen. Mhm. So. Mhm. Oder so. Nein. Finde ich geil, das Ding. Und auch der Luftanlass, was wir gesagt haben, ne? Ja, am Auto. Ja, guck mal, ist integriert. Ich finde das richtig geil, ne? Ja, ja. Ja, das sieht sehr gut aus, ja. Ja. Muss ich echt sagen. Jetzt natürlich, ich habe es übertrieben mit der Breite. 100%. Ich wollte aber diesen Schockmoment für die Leute, dass sie sagen, boah, was hat man gebaut, ja? Natürlich, alles geht schmaler. Schmaler geht es immer, ne? Ja. Was du dir natürlich einfacher machst, kannst du einmal zurückspringen. Ein Problem kommt, ich muss es wieder von der technischen Seite sehen. Mhm. Wenn das Auto dementsprechend tiefer kommt, wie er jetzt ist, dann hast du folgendes Problem leicht. Und zwar wird die Verscherung der Antriebswellen und der Achsteile sehr doll sein. Gut, ich habe auch mit der Tiefe übertrieben. Also genau. Ich bitte, ich wollte einfach so ein geschocktes Bild haben. Okay, ja? Okay. Wenn ich ihn leicht verändern würde, dann würde man da... Ich würde so sagen, 6 cm, 7 cm muss er höher. Ja, ja, ja. Hm? Das. Schön 22 soll Räder, so große Räder. 22? Höher. Ja, denk mal schon. Ja. Okay. Das kleine Räder. Oh, weiter. Ne? So, batsch. Boah! So könnte ich mir auch vorstellen, das dazu fahren, muss ich sagen. Der ist nicht so, jetzt von der Seite wirkt er nicht so breit wie jetzt von links hier, von der Zentrale. Was machst du mit dem Tankdeckel? Aufschneiden. Ganz auch. Also Aussparung. Aussparung, ja. Mhm. Ne? Guck mal, jetzt ist natürlich ein. Guck mal, der Auspuff, wie schön der wirkt. Oder? Ja, schon toll. Ne, muss ich echt sagen. Sie echt. Wie gesagt, die Breite ist eine Geschichte. Guck mal, das meinte ich jetzt. Die Rückleuchten schwarz. Ja, ja, ja. Finde ich schöner, oder? Ja, das machst du nicht für das Geld. Was? Für 19.000 Euro? So ein Umbau? Klar. Mit den Rückleuchten? Ja, gut, die Rückleuchten muss Dacia machen, nicht wir. Okay. Wenn wir die machen, ist das nicht erlaubt. Genau. Nein, ich meine, das sind Bodykit-Räder, Distanzscheiben, hier Auspuff, das wird quasi links, rechts. Ja, toll, das ist echt geil aus. Ja, komm, das sieht cool aus. Ja. Die sind ja mit, die sind ja, ist ja Renault, ne? Ja, ja. Ich hab schon wieder Kopfkino, ich hab schon wieder Ideen. Nee, bin ich echt, kann ich nichts zu sagen, finde ich super gut. Extrem breit, aber wie gesagt, das ist. Aber guck mal, die Motorhaube ist Serie, ich finde das richtig schön. Ist echt gut, also, ja, ist echt gut. Und du hast es ausgerechnet, dass das geht für das Geld. Was wird das Bodykit einzeln kosten? Also ehrlich. Lackiert. Nee, unlackiert. Unlackiert? Natürlich, die Frage ist.
wie viele wir davon bauen. Genau. Wenn wir natürlich 5 Stück bauen, schwer. Das ist scheiße. Ja? Wenn wir natürlich davon 100 bauen, ja, eine kleine Sonderserie davon machen, würde es funktionieren. Ja, ja, was willst du denn sagen? Aber eine Sonderserie von einem Auto, wo die Lieferzeit so schwierig ist, ist auch echt schwierig, ne? Ja, ich hoffe, nächstes Jahr vielleicht wird es sich ein bisschen legen, wenn, ja, wenn jeder schon so ein Auto bekommen hat. Ne? Okay, und was würdest du sagen, was kostet Bodykit? Bodykit, also wenn wir, das sind halt alles nur Aufsätze, Ansätze, ne? Das ja, ist ja, ja nichts, ganze Stoßstange und so weiter, das ist ja nicht. Ja, um die 3000. Ehrlich? Ja. Natürlich, wenn wir eine größere Menge haben, könnten wir das in ABS produzieren. Das geht ganz schnell. Also ich finde es mega gut. Ich finde es... Auch die Reling sieht gut aus, wenn die schwarz ist. Ja. Ich würde gerne mal, vielleicht kannst du mir per WhatsApp mal ein Bild schicken, die Tage, dass das Auto mal so 6-7 cm höher kommt. Mhm, okay. Ja, weil so ist es klar, so knallt jedes Auto. Die Räder ein bisschen rein, das Auto einfach etwas realistischer machen. Genau. Für mich war das, guck mal, nur weil wir letztes Mal in einem Golfvideo gesprochen haben über Dacia Duster, du hast gesagt, cool oder wie auch immer. Und dann ja, hab ich gesagt, komm, weißt du was, ich mach einfach ein Konzept. Ja, also ich würde aber trotzdem, würde ich 1 bis 1,5 Zentimeter seitlich abschneiden. Mhm. Würde ich machen. Das ist, falls wir sowas irgendwann bauen, falls sich ein Dacia-Händler vielleicht meldet und sagt, ey, weißt du was, ich finde das geil, ja, wir bauen das, oder sogar Dacia selber, dann natürlich geht man in Detail und sagt, okay, ja, wir ja machen hier, hier, hier und so weiter. Ja, aber ich finde, wenn das Auto so rauskommen würde, klar, ich sag mal, für 20.000, klar, finde ich schon krass. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, vor allem so als Firmenwagen, ich meine, das Auto fällt extrem auf. Ja? Deine Werbung ist überall. Aber wir sind in Deutschland. Genau da sollen Firmenwagen nämlich nicht auffallen. Ja, ja. Willkommen. Ja. Ja, okay, gut. So, das Video ist schon wieder ellenlang. Ich sag's voll zu lang. Also gut, der Kameramann... das sind 8 Folgen. Okay, ich muss jetzt eh los. Tschüss. Alles klar. Danke, tschüss.